Ich bin völlig begeistert von den beiden Vorträgen, die sehr, sehr gut zueinander gepasst haben auch, die unterschiedliche Aspekte sehr klar gemacht haben. Wir haben die beiden Herren hier gehört, aber die beiden Herren hier noch nicht. Deswegen würde ich euch um Kommentare oder Statements bitten. Okay, also eine Sache. Ups. Ist das an? Ja. Ja, super Vorträge. Aber ich glaube, eine Sache ist interessant, wenn man das Feld maschinelles Lernen betrachtet, was ja hier auch schon seit Jahrzehnten gelehrt wird. Das Feld heißt ja maschinelles Lernen, aber vieles von dem, was wir gesehen haben, war statistisch und mathematisch. Und der Aspekt, dass Lernen eben auch damit zu tun hat, und Bernhard hat das auch erwähnt, dass für den Prozess des Lernens Energie verbraucht wird. Und wenn wir da vergleichen, wo menschliche Intelligenz liegt, mit wie wenig Energie es das menschliche Gehirn schafft, die Leistung zu verbringen, Muster zu erkennen, Pläne zu fällen und wie viel wir heutzutage noch brauchen durch spezielle Hardware, Graphical Processing Units oder durch unheimlich große Serverfarmen. Also die ersten Ansätze von verteilten neuralen Netzwerken liefen auf 16.000 Cores, ich glaube ungefähr 4.000 Maschinen. Das ist 4, 5, teilweise 6 Größenordnungen mehr, als das menschliche Gehirn in der Lage ist, diese ähnliche Leistung zu verbringen. Und ich glaube, eine interessante Forschungsrichtung ist, wirklich maschinelles Lernen auf der Ebene des Energieverbrauchs zu machen, wie der menschliche Geist es schafft. Ist auch industriell wichtig, um ein Beispiel zu geben, wenn man Consumer Electronic hat, zum Beispiel sprachgesteuerte Lautsprecher, wie Amazon sie herstellt, da verbraucht die Erkennung des Wake Words, des Schlagworts, so viel Energie, dass es eine eigene Produktlinie gibt, bei der man einen Knopf drückt, bevor die Spracherkennung direkt über die Cloud geht. Das heißt, bestimmte Produkte wären gar nicht möglich, weil heutzutage neurale Netzwerke so viel Energie verbrauchen, dass eine Uhr und ein Lautsprecher und mobile Geräte einfach noch nicht praktikabel sind. Ja, also ich leite das Heinrich-Hertz-Institut hier in Berlin, bin auch Professor an der Tübingen gleichzeitig, und das Institut hat sich seit 1928 mit Nachrichtentechnik beschäftigt, ein sehr altmodischer Begriff. Heute würde man sagen digitale Infrastruktur, und es ist relativ schnell klar geworden, dass Kommunikation nicht mehr der alleinige Bestandteil der Infrastruktur sein wird, sondern auch Datenverarbeitung. Und dann stellt sich die Frage, was ist diese Datenverarbeitung? Es wird sehr schnell klar, maschinelles Lernen ist die Hauptdatenverarbeitungsanwendung. Und was wir begonnen haben, ist, dass wir eine Konvergenz hergestellt haben zwischen Kommunikation und maschinellem Lernen. Diese Konvergenz sieht im Grunde im Detail so aus, dass wir versuchen, jeden maschinellen Lerner, dessen wir habhaft werden können, bei uns anzustellen. Und das ist übrigens eines der großen Probleme. Sie kriegen diese Leute nicht. Ja? Also das ist ganz schwierig. Und die in gemeinsamen Teams mit Kommunikationsingenieuren zum Beispiel oder Ingenieuren im Bereich der virtuellen Realität zusammenarbeiten zu lassen. Und diese gemeinsamen Teams erzeugen auf einmal komplett neue Dinge. Und das hat uns in den letzten 2, 3 Jahren extrem beflügelt. Ja, die eigentliche Frage, die wir uns ja am Anfang immer wieder gestellt haben und jetzt auch in den Vorträgen, ist, sind die Maschinen denn jetzt wirklich intelligent oder sind sie es nicht? Also meiner Ansicht nach sind sie noch nicht besonders intelligent. Also wir sind sehr, sehr gut bei allem, was mit Mustererkennung zu tun hat, allem, wo wir sehr, sehr große Datenmengen haben. Wir sind nicht sehr gut bei Dingen, wo es darum geht, von einem Problem auf ein anderes Transfer zu machen. Und das machen natürlich Menschen die ganze Zeit, und wir haben nicht überall Datenmengen in Millionengröße. Also ich denke, zur Intelligenz fehlt noch ein bisschen, aber es ist natürlich schon so, dass man in Teilbereichen ganz beeindruckende Sachen machen kann und wahrscheinlich auch noch nicht alles ausgereizt ist. Aber ich denke, irgendwann wird man auch an den Punkt kommen, wo dann wieder neue Ideen nötig sein werden. Also irgendwann kann man dann nicht mehr so viel zusätzlich gewinnen, indem man noch mehr Daten sammelt, und dann braucht man wahrscheinlich neue Ideen und besseres Verständnis. Also ich glaube, die Frage,
Ob die Maschine intelligent ist, natürlich nur dann zu beantworten, wenn wir selber mal eine Definition von Intelligenz haben. Und die ist halt nicht so einfach zu beantworten wie, wie schnell bin ich? Ich renne die 100 Meter in 11 Sekunden und kann die Maschine schneller rennen. Sondern Intelligenz ist von sich aus schon ein sehr vager Begriff. Und wir müssen uns einfach auf eine bestimmte Art einigen, wie wir diese Intelligenz auch messen können. Maschinen können bestimmte Sachen machen, wie Herr Professor Schölkopf schon erwähnt hat. Die können sie heute auch schon besser als Maschinen. Und es liegt praktisch in unserer Definition, ob wir das als intelligent bezeichnen wollen oder nicht. Genau, dem kann ich nur anschließen. Also es gibt ja den Turing-Test, der so einen Intelligenztest darstellt. Und ich würde sagen, in bestimmten Bereichen haben Maschinen ihn erreicht. Also die spielen besser als ein Mensch spielt, die spielen intelligent, genial, machen Züge wie Zug 37 in Spiel 2. In Spracherkennung können, ich sag mal, mein Echo versteht mich besser als meine Kinder, meine Frau. Also in so bestimmten Bereichen, vielleicht ist die Reaktion, in bestimmten Bereichen ist dieser Turing-Test, also kann man Mensch und Maschine noch unterscheiden in einer Interaktion, glaube ich, durchbrochen. Aber das kommt wieder zurück auf den Aspekt des maschinellen Lernens. Im Moment zumindest ist es nicht möglich, mit derselben Effizienz, die Energieeffizienz, die wir als Menschen haben. Und vielleicht muss man einfach diese Frage, was ist Intelligenz, nochmal überdenken, jetzt wo gerade in den letzten 4, 5 Jahren einige von diesen klassischen Turing-Tests im Prinzip erreicht wurden. Mhm. Ja, ja. als Ergänzung zu dem Go-Spiel, das ich auch total beeindruckend finde, hat irgendjemand hinter einer Diskussion gesagt, und das illustriert vielleicht auch diese allgemeinere Intelligenz, die ein Mensch hat, irgendein Kommentator meinte hinterher, wenn es in dem Hotel, wo das WM-Spiel stattgefunden hat, wenn es da gebrannt hätte, dann wäre Lizzie Doll rausgelaufen und der Go-Computer hätte eben, bis er schmilzt, weitergespielt. Ja. Ja, eine wichtige Frage ist natürlich immer, diese Lernmaschinen sind ja sehr energiefressend und auch groß und auch datenfressend. Aber wenn man jetzt den Lee Sedol fragt, warum er diesen Zug macht, dann möglicherweise kann er einem Experten eine gute Antwort geben. Das ist für die meisten Lernmaschinen noch nicht so richtig möglich. Und die Frage ist, gehört vielleicht Erklären auch ein bisschen zur Intelligenz? Also ich glaube, bei der Energieeffizienz sollten wir zwischen Lernen und dem Gelernten dann das auszuführen unterscheiden. Ja. Und ich glaube, das ist ganz essentiell für die Frage, glaube ich, die viele bewegt, wird die Maschine mich mal in meiner Arbeitswelt ersetzen sozusagen? Die Energieeffizienz beim Lernen sehe ich teilweise als weniger kritisch als die bei der Ausführung, weil in der digitalen Welt lernen Sie einmal und dann können Sie es eigentlich ziemlich viel ausführen, das sei dann die Bedingungen, denen Sie gelernt haben, der AID-Prozess verändert sich und dann wird es wiederum interessant. Aber ich denke, dass eine wichtige Frage sozusagen für uns Menschen, ob jetzt das maschinelle Lernen und auch die KI etwas Gutes oder Schlechtes, eine Bedrohung ist oder uns helfen wird, zum Beispiel unsere Energieprobleme auf diesem Planeten zu lösen, dass wir die iterativ in unserem Vorankommen beantworten müssen. Und ich beobachte verschiedenste Bereiche der Wissenschaft, wie die vorankommen, in den Humanities, in der Naturwissenschaft, in der Biologie und so weiter. Und mein Eindruck ist, dass das Thema, über das wir heute Abend reden, eines der stärksten Handwerkselemente ist, eines der stärksten Mittel ist, um diese Probleme in diesen Bereichen zu lösen. Und damit eben auch diese ganzen wirklich dringenden Probleme, die wir haben als Menschen, wir können im Grunde nicht so weitermachen, wirklich lösen können. Ich glaube, eine Sache, die ich mal eine Erfahrung mal austauschen, die ich hinzufügen wollte. Also die Aussage war ja eben, dass Lernen vielleicht, man lernt einmal und wendet es immer wieder an. Vor 5, 6 Jahren habe ich mal eine Erfahrung gemacht und zwar war das bei Facebook. Da war die Aufgabe, Werbung vorherzusagen, wie wahrscheinlich ist es ein Kunde auf eine Werbung, die man ihm anzeigt, im Newsfeed oder rechts neben dem Newsfeed für die Desktop-Version draufklicken wird. Und wenn ich das als Vorhersageproblem betrachtet,
Wenn ich jetzt am 22. Januar ein Modell lerne aus Daten bis zum 22. Januar und benutze dieses Modell auch noch am 22. Februar, dann muss das Modell im Prinzip Muster erkannt haben, die bis über einen Monat in die Zukunft generalisieren. Und damals war die Idee, den Algorithmus nicht zu verändern, sondern einfach kontinuierlich zu trainieren. Das war nämlich die gängige Praxis. Der Usus war, Modelle einmal zu trainieren und sie dann teilweise 3, 4, 5 Wochen im Prädiktionsmodus zu benutzen. Also diese Funktion nur noch in Anwendung, nicht mehr in Veränderung, nicht mehr in dem Modus, die Parameter zu ändern. Und wir haben dann wirklich einen sehr einfachen, fast noch einfacheren Algorithmus zum Lernen in der Weise abgeändert, dass er effizient mit 15 Minuten Versatz lernt. Also nachdem man eine Werbung gesehen hat, geklickt hat oder nicht geklickt hat, wurde 15 Minuten später schon die Parameter, die den Benutzer, die Zeitpunkt, die Webseite, die alle möglichen Kontextinformationen beinhalten, verändert. Und das Interessante war, das war der zweitgrößte Genauigkeitsgewinn, den Facebook damals mit dem Modell hatte, bei dem nicht der Algorithmus geändert wurde, sondern der sogenannte Forecast Horizon, also wie weit in die Zukunft muss ich gehen. Denn das Modell musste nur noch akkurat für 15 Minuten sein, dann wurde es schon wieder trainiert. Und ich würde so ein bisschen gegenhalten gegen, man lernt einmal und muss eigentlich sich nur noch um Energieeffizienz beim Prädizieren kümmern. Das war vielleicht auch ein bisschen zu plakativ, aber ich dachte, ich bringe mal den Punkt raus. Es ist natürlich klar, dass wir beim Lernen unterschiedlichen Aufwand treiben. Wenn wir mal Schreiben gelernt haben, dann ist der zukünftige Aufwand, das Schreiben dann sozusagen noch zu verfeinern, wahrscheinlich gering bei vielen Menschen. Das heißt, die Fähigkeiten, also die wir erworben haben, wenn sie dann nach der Definition der Fähigkeit vorhanden sind, könnten auch zu einem Abschluss kommen und dann ist genau diese Frage gestellt. Aber es gibt eben Fähigkeiten, bei denen man kontinuierlich lernen muss und ich schätze mal, Werbung bei Facebook ist eine Sache, bei der muss man kontinuierlich lernen. Also nochmal auf die Frage unseres Diskussionsleiters zurückzukommen mit der Erklärbarkeit von maschinellen Lernsystemen. Das hat verschiedene Dimensionen, denke ich mal. Es hat vielleicht sogar, also wenn wir auch darüber nachdenken, wie erklären sich Menschen, wie erklären wir unsere Eigenschaften, unsere Entscheidungen, unsere Wahrnehmung, dann hat es vielleicht auch manchmal eine moralische Dimension, dass man etwas rechtfertigen will, was man tut. Das könnte im maschinellen Lernen auch vonnöten sein, wenn man jetzt ein autonomes Fahrsystem hat, was eine bestimmte Entscheidung trifft, dann ist es vielleicht auch nötig, dass dieses System Rechenschaft darüber abgeben soll, können soll, warum es so oder nicht anders gehandelt hat. Ich denke, bei Menschen hat diese Art von Rechtfertigung oder Erklärung einer Entscheidung auch die Funktion, bestimmte Parameter einer Entscheidung zu kommunizieren und unser Lernen findet ja nicht nur auf der Ebene von Individuen statt, sondern wir lernen auch als Gesellschaften und wir geben Wissen weiter. Und unsere Art, Wissen weiterzugeben, ist, indem man etwas erklärt, etwas sagt, indem man ein Bild zeichnet. Das könnte im maschinellen Lernen auch eine Rolle spielen, wobei sich natürlich dort noch ganz andere Dimensionen eröffnen, wie lernende Systeme kooperieren können. Martin Riedmüller hat ja auch zum Teil darüber geredet und ich denke, da wird sich auch noch viel in Zukunft tun. Ja, wir hatten... Vielleicht noch ein kleiner Punkt mit der Erklärung. Also es gibt auch Methoden, natürlich das Netz selbst zu erklären und rückwärts zu propagieren und zu schauen, was bei dem Eingangssignal dazu geführt hat, dass man diese Entscheidung getroffen hat. Das Interessante dabei ist auch, dass man unter Umständen trainiert, ob Menschen ein Gesicht als schön oder nicht schön empfinden. Und die sagen dann schön, nicht schön und sie können rückwärts propagieren durch die Feature im Gesicht, was dazu geführt hat, dass sie das als schön empfunden haben. Also wir könnten sozusagen Dinge herausfinden, die wir uns gar nicht bewusst machen durch so eine Methode und das hat der Klaus und ein paar von seinen Jungs in einem Paper mal gezeigt. Vielleicht eine Sache, die wir machen sollten, ist die Diskussion öffnen für den Saal oder die Menschen, die hier sind. Da gibt es bestimmt ganz viele Fragen. Ich darf um Fragen bitten. Vielleicht fangen wir hier an, der war der Erste. Hier vorne. Also. Ich habe eine Frage nach der Schwarmintelligenz. Wenn man Vogelschwärme oder auch Fische sieht, wie die jagen oder so etwas machen, fliegen. Mhm. So, Entschuldigung. Möchtest du was über Schwarmintelligenz sagen, Martin?
Können Sie die Frage noch mal ein bisschen präzisieren, also in welche Richtung zielt die Frage? Ob man das untersucht oder? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Aber die Frage ist eben, was hat es mit staatenbildenden Insekten zum Beispiel auf sich? Welche Intelligenzien stecken dahinter, dass solche Tiere, auch Delfine und Killerwale, in einer bestimmten Weise intelligent jagen? Das ist also ein Thema, was ich außerordentlich interessant finde. Also ich würde vielleicht kurz darauf antworten, eigentlich alle Sprecher oder vielleicht die Arbeit der meisten Leute, die hier sind, da haben Sie ja auch aus der Formelmenge, die dann doch zu sehen war in den Vorträgen, sind meistens mathematische Schätzalgorithmen, die halt sozusagen also Modelle aufbauen, die Prädiktionsprobleme lösen und so weiter. Während so Schwarmalgorithmen oder evolutionäre Algorithmen im Grunde eine andere Technik sind, eine mathematische Technik sind zur Optimierung. Also die sind besonders dann gut, wenn man nicht so genau weiß, was man eigentlich optimiert. In diesen Fällen hier, die auch in den Vorträgen war, ist es sehr, sehr klar, was man optimiert. Das sind Klassifikationen, Hund, Katze und solche Sachen. Vielleicht darf ich um die nächste Frage. Meine Frage ist nach den wirklich qualitativen Unterschieden zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz. Professor Schöllkopf hatte schon als Beispiel genannt, Transferleistungen seien noch schwierig. Und ich stelle mir die Frage, ist das ein quantitatives Problem? Lässt sich das lösen mit mehr Trainingsdaten, mit mehr investierter Rechenzeit, um dem gleichzukommen, was vielleicht ein Mensch als Trainingshintergrund schon hat, zumindest sein eigenes Leben, vielleicht auch Evolution des Gehirns? Oder gibt es da wirklich einen qualitativen Unterschied in der Intelligenz, der sich abzeichnet, wo man sagen kann, okay, das geht einfach nicht mit den Methoden? Also ich würde mal sagen, das ist immer noch eine offene Frage, eine ganz spannende Frage, ob diese Transferleistung stattfinden kann. Im Moment sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben Systeme, die können mehr oder weniger eine Aufgabe lernen und die können sie zu einer sehr hohen Perfektion lernen. Schwierig wird schon, das System Go lernen soll und gleichzeitig auch noch lernen soll, wenn es brennt, aus dem Gebäude zu laufen. Also wirklich verschiedene Tasks miteinander zu kombinieren. Wir Menschen, wir sind vor die Aufgabe einfach gestellt, ob wir wollen oder nicht, mit ganz unterschiedlichen Sachen umzugehen und die Daten auch zu sortieren. Und es ist ein spannendes Forschungsthema, das auch gerade angegangen wird, wie so Systeme reagieren, wenn sie wirklich vielfältige Aufgaben lösen müssen, ob dann Teile in dem Netz sich auf bestimmte gemeinsame Sachen dieser Aufgabenstellung konzentrieren und die dann miteinander teilen und davon profitieren oder ob dieser Transfer nicht möglich sein wird. Aber grundsätzlich spricht aus meiner Sicht eigentlich nichts dagegen, dass sowas passieren wird, wenn wir in der Lage sind, komplexere Systeme aufzubauen. Dann die nächste Frage, bitte. Okay, hallo. Ja. Wir haben jetzt ja ganz viel über maschinelles Lernen gesprochen und ich habe jetzt mal eine Frage, die so ein bisschen weiter in die Zukunft reicht. Und zwar, soweit ich weiß, gibt es Menschen auf der Welt, die probieren oder die gerne Self-Awareness programmieren würden. Also ne, künstliche Intelligenz, ich weiß nicht, wie man Self-Awareness auf Deutsch übersetzt, aber halt irgendwie Selbstbewusstsein und halt Maschinen, die sich selbstbewusst sind. Und jetzt so als Frage an Sie. Wenn man das könnte, wenn Sie das könnten, würden Sie das tun, jetzt mit moralischen Aspekten? Also selbstbewusst, Self-Awareness oder Selbstbewusstsein oder irgendeine Form von Repräsentation. Hört man es? Ja, ja. Irgendeine Form von Repräsentation eines Subjekts. Das hat viele verschiedene Facetten. Ich glaube, die Psychologen unterscheiden da viele verschiedene Varianten. Sozusagen für uns jetzt als Mathematiker, Informatiker wäre zum Beispiel eine Form, die man sich vorstellen könnte, die auch nützlich sein könnte, dass ein Agent, der mit einer Welt interagiert, in irgendeiner Form auch, er simuliert ja auch die Welt ein Stück weit, versucht Vorhersagen zu machen, versucht stellvertretendes Handeln
also ein Agent, der mit der Welt interagiert, versucht, er hat ein prädiktives Modell versucht, im Kopf zu simulieren, was passiert, wenn ich jetzt dieses Glas umstoße, wird es zu Boden fallen, und je komplexer diese Modelle werden, desto potenziell nützlicher könnte es sein, in diesem Modell auch eine Repräsentation des Subjekts selber zu haben, Repräsentation anderer Menschen, Repräsentation des Subjekts selbst, und ich denke, das geht dann in die Richtung von Self-Awareness, aber das wird sicher nicht alle Facetten abdecken, die jetzt bei Menschen existieren. Und es ist für mich schwer vorherzusagen, wie man da reagieren wird, ob man vielleicht sagen wird, für manche Dinge, für eine Maschine wird es sehr gut sein. Vielleicht wird es sogar so sein, dass ein Roboter, der in unserer Umgebung lebt, besser oder ethisch verträglicher mit uns interagieren können wird, wenn er diese Art von Funktionalität hat. Von daher, ich würde jetzt ungern gleich von vornherein sagen, dass aus moralischen Gründen dürfen wir X, Y, Z nicht machen, weil es einfach sehr, sehr schwer vorherzusagen ist, was sich positiv und was sich negativ auswirken wird. Also wir wollen jetzt nicht von vornherein sagen, es muss so oder so sein. Die nächste Frage bitte, vielleicht hier vorne. Also, genau. Hallo? Jetzt, es geht schon. Frag mal. Ich fang mal an. Ladies first. Vielen Dank. Fange ich trotzdem einfach an. Also danke für diesen Überblick über den Stand der Dinge in der künstlichen Intelligenz. Mich interessiert, so 2-3 Jahre im Voraus haben wir vielleicht alle schon mal gelesen, was vielleicht die nächsten großen Entwicklungen sein könnten. Sie als Experten, wenn Sie mal 10 Jahre in die Zukunft vorspulen, worauf freuen Sie sich am meisten und wovor haben Sie vielleicht auch am meisten Angst? Wohin uns künstliche Intelligenz führt? Also ein Problem ist ja, wir beschäftigen uns mit Algorithmen, die Zukunft vorhersagen, wir sind aber verdammt schlecht in der Tatsache selbst. Also hätten Sie mich gefragt vor 10 Jahren, ob wir auf Grafikkartenchips neuronale Netzwerke wieder laufen lassen. Das war vor 10 Jahren nämlich ein Karriereknick. Hätte man mit neuronalen Netzwerken veröffentlicht, hätte ich niemals gesagt, es passiert. Das ist unheimlich schwer für uns, 10 Jahre vorauszuschauen. Vielleicht 5 Jahre, da würde ich einen Versuch wagen. Also gut, dann mach mal. Ich glaube, eine Sache, die man so ein bisschen beobachten kann, ist, dass vor 2005, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, da waren die Menge an Informationen, die über Interaktionen, die Menschen mit der Welt haben, die waren sehr begrenzt. Also es waren Firmen wie großen Firmen vorbehalten, die Webseiten hatten. Und was man jetzt mehr und mehr sieht, ist, dass die ganze Sensorik im täglichen Leben zunimmt. Und beispielsweise habe ich jetzt Weihnachten mir eine Glühbirne bestellt, die hat ein eigenes Netzwerk und kann im Prinzip zu allen Glühbirnen sprechen über einen Hub. Und das ist jetzt schon erschwinglich. Und die Uhr kann auch mit der Glühbirne sprechen und kann auch den Raum heizen. Und ich glaube, es ist keine Ausnahme. Ich glaube, in 5 Jahren wird ein normales Haushalt so aussehen und wird ein normaler sportliche Aktivität, wird messen, wie viele Schritte ich mache, mit welcher Kraft ich auftrete, wie mein Herz schlägt. Und ich glaube, wir werden mehr und mehr maschinelles Lernen brauchen oder sehen, das direkt in der Interaktion, also direkt am Menschen stattfindet. Im Moment ist es oft so, dass die Daten erst in eine Cloud geladen werden und dann Muster erkannt werden über viele Individuen hinweg, über viele Menschen hinweg, über Interaktionen, die Menschen mit Webseiten haben. Ich glaube, in 5 Jahren wird genug Information einer einzelnen Person da sein und das Lernen auch am Körper stattfinden und nicht vom Körper weg. Das ist meine Prognose. Also zur Prognose habe ich genau dieselbe Meinung. Sie haben aber auch nach den Wünschen gefragt. Was ich mir wünschen würde in 10 Jahren, wäre wirklich ein autonomes Auto, wo ich bloß noch reinsitzen müsste. Das fände ich eine tolle Sache. Meine Ängste, also ich habe, glaube ich, auch in 10 Jahren noch mehr Angst vor einem nicht intelligenten Machthaber als vor einer intelligenten Maschine. Hey. Weiß ich nicht. Vielleicht die nächste Frage wieder. Ich habe eine ein bisschen zweigeteilte Frage. Zunächst für mich, also ich bei der ganzen Algorithmik frage ich mich noch, wie kann man kontrollieren, welche Entscheidung am Ende der Computer findet, und bei dieser Kostenminimierung, die angesprochen wurde, ob man nicht, ganz platt gesagt, was wahrscheinlich deutlich komplizierter ist, einfach in einem lokalen Minimum landet und gar nicht das globale Minimum findet. Und die andere Frage ist,
bei der Algorithmik, wo man den Computer selber rechnen lässt, macht der Computer am Ende doch Altes einfach nur viel besser oder findet er wirklich neue Sachen, auf die wir aufgrund unserer Kapazitäten quasi einfach gar nicht kommen können? Ich probiere auch mal. Also ich meine, in meiner Vorlesung sage ich immer, besser ein lokales Minimum als keins. Also da gibt es insbesondere exponentiell viele von diesen lokalen Minima. Also es ist eigentlich eine völlig irrelevante Frage zu fragen, ob lokales Minimum oder nicht, weil es geht darum, das Minimum des Generalisierungsfehlers zu finden. Das ist sozusagen die Frage, die man eigentlich, also man will ja generalisieren, wie von den Herren sehr gut erklärt wurde, und daher muss man irgendwie gucken, dass man das Minimum findet, was gut generalisiert. Aber das ist ein schwieriges Problem. Praktisch ist es so, dass vielleicht jetzt, also um den zweiten Teil der Frage ein bisschen zu beantworten, ich glaube, das, was sich an mit den künstlichen neuronalen Netzen oder auch den Kernmaschinen geändert hat, ist, dass man keine Angst mehr hat vor hohen Dimensionen und auch vor vielen Daten und vor vielen Parametern. Weil man sozusagen Methoden gefunden hat, das ist sehr gut praktisch im Zaum zu halten und damit sehr gut funktionierende, generalisierende Systeme zu bauen. Glauben Sie, dass der Weg sozusagen zwangsläufig in Richtung einer Superintelligenz führt, oder ist dieser Weg vermeidbar? Ja. Also es gibt ja dieses Argument, wenn wir ein System bauen, das ein bisschen intelligenter ist als wir, dann kann dieses System wiederum andere Systeme bauen, die noch intelligenter sind, und dass dann manche, also die Leute, die dann dieser Schule angehören, denken, dass dann es nur eine Frage von Wochen ist, bis irgendwie die Intelligenz explodiert. Das glaube ich überhaupt nicht. Also für mich ist das Argument ein bisschen naiv. Es ist so ähnlich, als ob man jetzt sagen würde, sobald wir was bauen können, was kleiner als wir ist, kann dieses System noch kleinere Systeme bauen, und dann können wir irgendwann subatomare Sachen bauen. Wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie natürlich sagen, das hinkt, aber das Problem ist, die Sache bei der Intelligenz hinkt es genauso, ja, weil das hinkt deshalb, weil wir so tun, wir nehmen dieses eine Wort Intelligenz und wir implizieren, dass das dann irgendwie alles betrifft, dass wir alle Facetten von Intelligenz abgedeckt haben. Aber wenn wir jetzt, wir haben jetzt ein Go-System, dank Martin und seinen Kollegen, was besser als ein Weltmeister spielt, aber dieses Go-System kann jetzt nicht ein anderes Go-System bauen, das noch besser spielt oder sowas. Das wird also jetzt immer noch von den Wissenschaftlern verbessert und nicht von dem Go-System selber. Also diese Art von Explosion wird nicht passieren, lehne ich jetzt mal aus dem Fenster. Und von daher glaube ich, es wird dramatische Veränderungen geben bei der Umsetzung. Also viel, viel mehr Leute werden jetzt diese Sachen verwenden und die Firmen fangen alle an, sowas einzusetzen. Aber ich glaube, bei der Technologie, und die darunter liegt, wird es doch graduell gehen. Es wäre auch so besser, dass die Firmen das einsetzen. Weil wenn sie es nicht tun, dann werden sie nicht überleben. Das ist nur eine Bemerkung. Weitere Fragen? Hallo. Warten Sie schon auf funktionierende Quantencomputer, um der künstlichen Intelligenz zum Durchbruch zu verhelfen? Also ich fände einen Quantencomputer toll. Also ich bin ja ganz entspannt und warte, ich meine, das ist sozusagen eine andere Baustelle, noch effizienter zu rechnen. Vielleicht geht es auch ein bisschen in deine Richtung, je nachdem wie der Quantencomputer gebaut ist, ist er vielleicht ein bisschen energieeffizienter als die Grafikkarten. Ich würde mal sagen, also ich würde da entspannt und optimistisch und hoffnungsfroh in diese Richtung gucken. Ich glaube, im Moment ist es noch ein bisschen zu früh. Also es gibt ja einige erste Ansätze, Quantencomputing, also die Lösung von diskreten Optimierungsproblemen zu machen, die eine gewisse Struktur haben.
aber der Energieaufwand, der dafür notwendig ist, also wird ein Chip auf fast 0 Kelvin gekühlt und gemessen, ist exorbitant, also wirklich 4-5 Größenordnungen größer als ein normaler Informationsfluss auf einem normalen Chip. Ist aber in 10-20 Jahren würde ich es nicht ausschließen. Im Moment scheint es mir nicht praktikabel zu sein, wirklich ein klares Forschungsthema. Wir kommen jetzt zur vorletzten Frage. Das maschinelle Lernen basiert doch auf harten Fakten, so wie ich das verstanden habe. Wie sieht das System in Zukunft aus, wenn Sie mit alternativen Fakten arbeiten müssen? Ja, wenn Sie zum Beispiel die Leute in diesem Saal fragen und sie bitten, Bilder zu annotieren, dann kommen die in der Annotation zu ungefähr 95% übereinstimmenden Zuordnungen und die 5%, da variieren sie. Also von daher gibt es vielleicht sowas wie alternative Fakten in dem Sinne. Ansonsten, nächste Frage bitte. Also wäre die letzte Frage dann. Herr Müller, Sie haben während Ihrem Vortrag gesagt, dass industrielle Revolution hat Gewerkschaften verursacht. Gewerkschaften sind in unserer Gesellschaft, haben sehr wichtige Rolle. Dann, ich bin neugierig geworden, diese neue Information und Maschinenlernensrevolution sagen wir, Intelligenz oder was für eine neue Institution schaffen in unserer Gesellschaft. Wie Gewerkschaft endlicher? Oder sind wir immer in der Lage, als Gesellschaft mit dieser Geschwindigkeit immer mitzugehen? Irgendwann sind wir nicht in der Lage, sagen, bremsen wir das? Oder was wird denn dann gesellschaftliche Struktur oder gesellschaftliche Konsum geht auch weiter? Oder irgendwann werden wir auch das vielleicht auf die Straße gehen oder vielleicht diejenigen, die auch die Algorithmen auch das schreiben, irgendwann werden streiken. Was erwarten Sie da? Sie haben mir neugierig gemacht mit Ihrem Vergleich. Ist mir nicht ganz klar. Ich habe es nicht ganz alles verstanden können, weil die Akustik schwer war. Ich habe verstanden, dass Sie gefragt haben, wie kann man sozusagen sowas wie die Gewerkschaften in unserer heutigen digitalen Revolution irgendwie abbilden, was für Mechanismen sind da? Also das ist eine gute Frage. Es ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, weil diese Diskussion innerhalb unserer Gesellschaft eigentlich sinnvoll erstmal stattfinden muss. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir als Wissenschaftler in diesem Gebiet sehr, sehr viele positive Ergebnisse des maschinellen Lernens mal gezeigt haben. Wir haben kritisch diskutiert, was für Aspekte noch nicht so richtig unter Kontrolle sind. Wie zum Beispiel, ich habe zu meiner Zeit die Volkszählung boykottiert. Aber heutzutage gibt jeder mit seinem Facebook-Account die dollsten Details seines Lebens preis. Sozusagen die Frage, wir bezahlen mit unseren Daten für die Dienste, wir stellen diese Daten für das maschinelle Lernen zur Verfügung. Damit sind wir nicht mehr anonym. Und die Frage ist aber, wie können wir in unserer heutigen Zeit Privacy und Anonymität gewährleisten? Weil diese Dinge, Privacy und Anonymität, sind auch ein wichtiges demokratisches Prinzip, was man auch braucht, um Demokratien zu haben. Und da gibt es viele Leute, die jetzt in letzter Zeit über diese Themen nachdenken und sich aktiv engagieren. Und Bernhard Schöllkopf hat diesen FAZ-Artikel gezeigt. Da sind technische Möglichkeiten
dargelegt, aber es gibt viele, also es gibt da sehr, sehr viele Aspekte. Das ist ein breiter gesellschaftlicher Exkurs dazu da sein. Und wir haben zum Beispiel in der Leopoldina eine Arbeitsgruppe, wo es um Big Data und Privacy geht, also genau diese Aspekte, die Sie ansprachen. Und man muss ja aufpassen, dass man über diese Themen auch unaufgeregt technisch informiert, diskutiert und so ein bisschen auch weiß, was eigentlich die Möglichkeiten sind und was die Grenzen sind. Also mit was muss man sich wirklich anfreunden und was kann man nicht ändern und was kann man ändern. Ja? So, möchtest du dazu noch was sagen? Ich denke, du hast das schön zusammengefasst. Also es ist klar, wenn wir das, was jetzt passiert, als eine Art von Revolution sehen, zurückdenken an die industrielle Revolution, dann hat die natürlich nicht nur die Technologie verändert, sondern ganze Gesellschaften haben sich verändert. Das Leben hat sich fundamental verändert und unser Leben wird sich weiter fundamental verändern. Und wir können uns wahrscheinlich nie an dem festhalten, was in der Vergangenheit war. Aber wir können versuchen, die Zukunft positiv zu gestalten. Und dazu müssen wir eben verstehen, was möglich ist und mitmachen und mitwirken. Dafür sorgen, dass die Forschung in dem Bereich in Deutschland passiert und dass es weiterhin Weltspitze bleibt. Und diesen Diskurs mit der Gesellschaft weiterführen. Also gestalten, finde ich, das Keyword. Aber dazu reichen wir nicht aus, da brauchen wir alle. Immer dann, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Ich wollte Ihnen danken, dass Sie gekommen sind. Ich wollte den Sprechern und den Diskutanten danken für ihre Beiträge. Ich wollte der Pressestelle für die Organisation danken, Herrn Starnek und dem Verein für das Sponsoring dieses Events. Und wir haben 1600 Teilnehmer dieser Veranstaltung. Das ist also echter Rekord. Ich danke Ihnen allen.